Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Schurke Leveln. Ja, wir sind wieder im Schlingendorntal und ich würde sagen, heute machen wir mal die Ohren der Blutskalbe und holen uns auch das letzte Artefakt von den Trolllegenden. Das wird unsere Aufgabe sein. Level 37 sollte jetzt kein Problem mehr darstellen, wird in Kürze auch erreicht werden. Diese eine Quest hier, Geheimnisse im Dschungel, da weiß ich immer noch nicht so richtig, wie wir die bekommen können. Oh, die ist Level 40, dann lieber mal hier lang reiten. Ich glaube aber, die greift uns nicht an, solange wir kein PvP aktiviert haben. Ja. Könnt man in die Kommentare reinschreiben, wie kann man denn die Quest triggern vom Gefreiten? Wahrscheinlich mit der nächsten Quest hier bei Kurzen, oder? Vielleicht hängt er damit zusammen. Weiß es nicht. So, geht's rüber. Nessingwerys Expedition. Und jetzt geht's aber erstmal zu den Trollen im Westen. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch kein Pre-Patch draußen. Die Frage ist natürlich, wie viele Folgen sind jetzt schon online gekommen. Es kann gut möglich sein, dass wenn ihr diese Folge seht, wir schon beim DK am Questen sind. Mal sehen. So, los geht's. 7 Minuten haben wir noch, was die Gifte anbelangt. Müssen wir dann auch wieder erneuern, nicht wenn genug. es soweit ist. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Und da haben wir es geschafft. Level 37. So, was wollten wir jetzt als nächstes hier einbringen? Komm, wir machen hier da erstmal weiter. So, diese ganzen Strauchdiebe und so haben wir uns jetzt zur Gemüte führen. Wie viele Erfahrungspunkte geben die? Knapp 400 oder ein bisschen mehr als 400 derzeit. Ja, wir haben wieder einiges an Ausruhbonus hier. So, 7 Kästchen. Aber ich denke, die werden ziemlich schnell jetzt wieder aufgebraucht werden. 500 hat er sogar gegeben. Die machen trotzdem ganz schön viel Damage, diese Trolle, ne? Obwohl die so 3-4 Level unter uns sind. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Aber das macht nichts. Stück für Stück kommen wir hoffentlich den Ohren, den Trollohren näher. 3 von 15 haben wir jetzt. Ja, die droppen das immer noch so schlecht. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da oben geht's hoch zu den Trollen, okay. Da haben wir hier den alten Schlingendorn-Tiger noch mit um. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ah, der blitzert noch. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Müssen wir noch mal kurz zurück. Nicht genug Energie. Noch ein Ziel. Der Taschendiebstahl hat zwar gewirkt, aber wir haben es nicht gelootet. 67 Kupfer. So, hier vorne ist ein Golddorn. Den will ich auf jeden Fall mithaben. Drei Stück, sehr schön.
und nur noch 3 Skillpunkte bei der Kräuterkunde, dann sind wir schon auf 225. Muss dann irgendwann mal schauen, dass ich weiß, wo wir den 300er Skill gleich herbekommen haben. So, jetzt machen wir uns aber auf in Richtung der Trollsiedlung. Um uns die letzte Legende zu holen. So. Weiter geht's. Dann auch mal wieder schauen, wie viel wir noch an Fischen haben. Nur noch 7 Stück, da muss ich auf jeden Fall wieder angeln. Der Vorteil ist, dadurch, dass wir hier viel rumschleichen, so dann auch wieder die Gifte erneuern, heilen wir uns natürlich auch stückweise wieder auf, weil wir halt langsamer unterwegs sind. So, das ist der erste Aufgang. Und dann geht es hier oben gleich zu den Trollen richtig rein. Komm, jetzt hauen wir erstmal die Gifte drauf, dass die nicht während eines Kampfes auslaufen. Man kann Gifte sogar aufmachen, während man verstohlen ist. Das ist natürlich vorteilhaft. Das bricht die Verstohlenheit nicht ab. So, hier sind dann jetzt wieder die stärkeren Trolle. Davon müssen wir irgendwie rein. Hauen wir erstmal den Schlingendorn-Tiger hier um. Kann ich noch nicht tun. Ich hab nicht genug. Dann warten wir mal ab, wie sich diese Konstellation hier ändert. Okay, ich denke, wir können den Jäger hier machen, ohne dass wir die anderen beiden pullen. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Ziehen ihn aber stückweise nach hinten. Ihr könnt Gegner, die das ist echt fies hier bei dem Jäger. Mit seinen Fallen. Ihr könnt Gegner, die eigentlich Fernkampf machen, immer ein Stück zurückziehen, wie diese Jäger hier, wenn ihr so auf 4-5 Meter weglauft und dann folgen sie euch einfach. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Okay. So. Jetzt kommt dieser Bestienmeister dran. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Schnell hauen wir da jetzt zu. Schneller als eine Sekunde mit unserem Dolch. Aber die beiden hauen halt auch wirklich krass zu, ne? Jetzt kommt der andere Bestienmeister wieder. Gehen wir erstmal hier an die Seite und heilen uns voll. So, der wird jetzt als nächstes. Wir haben immer noch nur 3 Ohren, also das ist echt krass, wie schlecht diese Droprate ist. So, jetzt werden wir es entrinnen nutzen. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Noch
Das hat gut funktioniert. Kriegen wir eigentlich für den Tiger auch Erfahrungspunkte oder ist er quasi nur mit dabei und wir kriegen da gar nichts? Doch, wir kriegen zumindest auch für den mit Erfahrungspunkte. Dafür, dass sie uns ganz schön nach unten zergen. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. So. Wo mussten wir jetzt hier gleich entlang? Ich glaube bis dort vor und dann hier oben hoch, ne? So, hier ist nichts weiter. Das heißt, wir können den Jäger hier ganz gut besiegen. Dieses Netz ist immer total bescheuert. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Wir sind schon wieder hochheilen hier. Und da haben wir schon 150 Rüstung mehr durch das Elixier. So, weiter geht's. Der Speer als nächstes. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ah, jetzt kommt mal wieder so ein Ohr. Okay, wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Hier ist noch so ein Jäger. Hier kommt ein Jäger angelaufen. Okay. Na, lassen wir die erstmal weg und nehmen den Mystiker hier. Laufen alle so ziemlich blöd in der Nähe voneinander. Jetzt kann man angreifen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Noch nicht genug Energie. Passt. Oh, der hat auch gleich noch ein Ohr. So, dann den Jäger als nächstes. Und go. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist nicht verdammt. Nicht genug Energie. Ich kann mich halt auch nicht von diesem dämlichen Netz befreien, ne? Noch nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht verdammt. So, weiter geht's. Mystiker als nächstes. Müssen wir auf den Speer noch achten. Ja, viele Patrouillen hier. Da muss man immer vorausschauend pullen. Okay. So, jetzt kommt hier langsam aber sicher diese kritische Phase, weil hier werden erstens die Mobs stärker und zweitens haben wir hier auch mehrere gleich. Wir müssen aber dann auch für dieses Artefakt. So, von hier oben kommt erstmal nichts, okay. Gut, ich würde sagen, wir müssen den Kopf Jäger so pullen. Ja, toll. Jetzt ist da auch noch ein Fernkämpfer. Komm mal ein Stück hier hoch. Okay, das müsste reichen. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Okay. So.
Hier ist erstmal nichts weiter. Dann hauen wir den Kopfjäger jetzt schnell um, bevor der Hexenmeister wieder runterkommt. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Kann ich auch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Die Patrouille hier unten ist auch noch nicht auf dem Weg, das ist gut. So, wo ist dieser Hexendoktor? Mein Gott, sind das hier viele. Aber wir müssen nur dorthin. Okay, jetzt kommt der Hexendoktor wieder runter. Den werden wir als nächstes abfangen. Wir müssen aufpassen, hier ist die Doppelpatrouille von den Kopfjägern. So, den lenken wir mal ab. Und go. Ich hab nicht bereit. Ich hab nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht. Boah, das hat er sehr schnell gecastet. Nicht genug Energie. Kann ich auch nicht tun. Ich hab genug Energie. Okay, passt. Die beiden hier unten laufen nicht hoch, das ist auch in Ordnung. Dann geht's gegen diesen Kopfjäger. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Da können wir sogar noch einen vierten Punkt machen. Sehr gut. 7 von 15. Das Gefühl, dass die hier oben irgendwie diese Ohren etwas häufiger droppen als die kleineren. Kann aber halt auch gerade Zufall sein. So, dann werden wir uns den Hexendoktor vornehmen. Die Berserker, ne, die laufen nur dort so ein bisschen rum. Okay. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht. Aber hier läuft einer rum. Deswegen ziehen wir den mal ein bisschen nach hinten. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Noch nicht. Nicht genug Energie. Das ist zu weit entfernt. So. Mal gucken, was dieser Berserker macht. Dass der wieder wegläuft. Dass wir den Hexendoktor hier machen können. Oder wir holen uns den Berserker jetzt gleich. Wir müssen aber mit der Wurfwaffe pullen. Wir müssen näher ran. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der haut Schaden raus, das ist ja unglaublich. Oh, wieder einmal Schlingendornseiten. Da muss ich dann mal schauen, wie viel wir schon haben, ob wir irgendeine von den Quests bereits abgeben können. So. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Das sollte machbar sein. So, jetzt kommt der Hexendoktor dran. Und dann noch diese beiden Berserker am Ende. Okay, wir machen erstmal den Berserker hier hinten. Oh, hier hat schon jemand ganze Arbeit geleistet. Da war jemand anderes, der hat hier ein paar niedergestreckt. Krass, wie viel Damage diese Berserker machen. So, die vierte Trolllegende gehört uns.
Sehr gut. Ja, jetzt heißt es noch weitere Ohren sammeln, ne? Wie viel brauchen wir denn noch? 6 Stück. Okay. Netzilok. Ah, das war einer. Wahrscheinlich ein Questmob oder so. So, haben wir den Berserker um? Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Oh, Riesenkeule der Macht. Streitkolben mit 19,7 Schaden. 15,6. Na, dann nehmen wir den doch. Aha, neue Waffe. Gleich mal Gift drauf. Streitkolben müssen wir natürlich jetzt ein bisschen nachskillen. Wo sind die? Streitkolben 104. Also werden jetzt erstmal weniger Schaden machen, aber am Ende macht der Streitkolben mehr Damage. Wir haben natürlich jetzt nicht die Streitkolben-Spezialisierung, ergo unsere 1 Punkt in Schwertspezialisierung zählt jetzt überhaupt nicht. Aber das sollte jetzt nicht das große Problem darstellen. So, los geht's. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Boah, das sieht ja aus, dieser Streitkolben hier. So ein Riesenstock. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Boah, wie häufig wird daneben hauen. So unglaublich. Wir müssen auf jeden Fall hier hochskillen. Wie das klingt. Wir hauen die ganze Zeit nur daneben. Na komm, wir müssen aber auch mal treffen hier. Jetzt muss ich einen Trank nehmen. Das war jetzt so richtig knapp. Jetzt haben wir hier oben noch einen Berserker. Und diese Kopfjäger erstmal ein bisschen zurück hier. Aber wir haben sie zumindest schon auf 129 hochgeskillt. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann wieder neue skillt. Weil die Waffenfertigkeit bei gewissen Waffen nicht hoch war, dass man dann erstmal überhaupt keinen Damage macht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir ein paar kleinere Mobs am besten besiegen. Der Jäger kommt uns gerade entgegen. Das hält noch 3 Minuten, okay. Ja, der war spät zu langsam. Gut, dann nehmen wir den Jäger gleich. Ich dachte, der käme noch ein bisschen weiter. Wir brauchen ja eh noch mehrere Ohren, von daher. So, jetzt ist er weit genug weg. Oh, hier oben hat einer eine Nuss draufgesetzt. Oh, wir müssen hier weg. Kommt der Speer. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Na komm, treff jetzt. 3-mal daneben gehauen. Level 41 ist die Shuriken hier vorne schon. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich hab nicht genug Energie. 140 haben wir jetzt beim Skill. Also mit jedem Mob werden wir dann auch stärker. Wow, der haut zu jetzt. Ja, gerade jetzt müssen wir halt dann auch mal treffen. Ja, wenn die ihren Berserker anhaben, die Trolle, dann machen die halt dementsprechend viel Damage. Da muss es dann sitzen. Vier Angriff, 14 Angriffskraft helfen natürlich auch im Vergleich zum Schwert, was 3 Beweglichkeit hatte. Der Maximalschaden ist ein bisschen geringer.
weil das Tempo halt höher ist. Aber höheres Tempo heißt halt auch mehr Procs vom Gift. So, jetzt können wir gleich das letzte Verteidigungselixier uns noch zur Gemüte führen. Das ist auch gut. Okay. So, 10 Ohren haben wir. Das heißt, noch 5 sind benötigt. Diese Fähigkeit ist noch nicht angekommen. Ich habe nicht, genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Sehr gut. Weitere Schlingendorntal-Seiten, die nehmen wir auch gerne mit. So, hier ist erstmal nichts weiter. Ich möchte ungern da reingehen, nicht, dass wir unnötig zwei Gegner immer haben. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns die Ohren in diesen umliegenden Feldern hier. Kämpfen uns erstmal hier unten weiter durch. Der Speer sieht gut aus. Noch nicht bereit. 5 Sekunden hält der fiese Trick. So, und jetzt treffen wir zumindest in den meisten Fällen schon mal. Das ist schon ein Vorteil. So. Wie machen wir das jetzt hier mit den dreien? Würde sagen, wir holen uns zuerst den Jäger hier. Nicht tun. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich So, muss komm näher. mit. Nicht genug Energie. Schön wieder hinter in Noch die Ecke. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Okay. So, müssen wir unbedingt den Bestienmeister machen? Ich weiß es nicht, aber den Mystiker könnten wir machen. Schleichen wir uns mal rum. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, machen wir den Bestienmeister jetzt mit Klingenwirbel. Kann ich noch nicht. Nicht genug. Ah, der Tiger kriegt einen Wutanfall, wenn quasi sein Bestienmeister stirbt. Okay. Gut. 11 von 15. So. Wo sind denn noch mehr von diesen hier unten? Okay. Mal ein bisschen schneller laufen. Ah ja, hier sind zwei. Die patrouillieren wahrscheinlich hier nach oben. Oder sie bleiben einfach unten stehen. Das ist natürlich auch möglich. Na, passt auf, dann machen wir das so. Den Jäger Diese Fähigkeit müssen. ist noch nicht bereit. Jetzt kurz abwarten, bis wir wieder Energie haben. Und dann fangen wir hier an. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Noch nicht. Kann ich noch nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie.
Sehr gut. So, Energie aufladen. Und los geht's. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit sind nicht So, und so schnell hat man die Streitkolben schon mal ein bisschen nachequipped. Wie viel haben die anderen Waffen? 185 ist das Maximum jetzt. Und der Streitkolben ist jetzt bei 161. Also Stück für Stück kommen wir hier voran. Machen wir den Tiger noch mit um. Ja, Erholungsbonus ist auch mittlerweile schon wieder aufgebraucht. Das geht jetzt mit dem 50% Buff natürlich noch um einiges schneller. So, hier drüben ist noch so ein Trolllager. Müssten wir doch hier eigentlich mal ein paar vereinzelte Trolle finden. Königsblut. Na gut, das können wir erstmal stehen lassen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter. 3 Ohren sind noch notwendig. Ich bin außer Reichweite. Oh. Noch nicht bereit. Hat mich vorher entdeckt, okay. Ja, hier ist noch jemand anderes, der auch die Trolle macht. Gut, noch 2 Ohren. Ja, machen wir erstmal den Strauchdieb hier vorn. Der steht gerade so günstig. So, dann haben wir hier noch einen. Wir brauchen noch ein Ohr. Mal gucken, ob das hier oben einer von denen uns geben wird. Nachdem wir in den letzten Folgen so wenig Ohren bekommen haben, ging das dann doch relativ flink in dieser Folge. Ja, manchmal hat man halt extremes Pech und manchmal sieht es ganz gut aus. Aber noch nicht zu früh freuen, ne? Es fehlt immer noch eins. Möglich, dass wir jetzt hier 20 Mobs killen müssen dafür. So, dann werden wir uns noch mal kurz aufheilen. Ich weiß, glaube ich, dass wir die Seite 1 schon hatten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir die Seite 6 schon hatten. Dann hätten wir nämlich eine Quest schon mal fertig. Aber wie gesagt, dafür haben wir noch Zeit. Das muss nicht jetzt direkt passieren. Und wir haben noch ein paar humanoide Quests. Noch nicht bereit. Oder Quests, in denen wir gegen Humanoide vorgehen müssen. Und da können wir noch mehr von den Seiten halt bekommen. Da war das letzte Ohr. Okay. So. Wo müssen wir es abgeben? Hier oben sogar. Geheimnisse des Dschungels. Geheimnis im Kurzen. Okay. Dann reiten wir doch mal in Richtung des Camps oben im Norden. Und ihr seht, die ersten Mobs hier im Schlingendorntal sind bereits jetzt schon 6 Level unter uns. Sogar 7 der eine. Also kaum, dass sie noch Erfahrungspunkte geben würden. Denn
einen hauen wir aber trotzdem hier mit um. Das steht gerade so günstig. Also geben auch diese Gegner Skillpunkte für unseren Streikkolben, wenn wir häufig genug draufhauen. Trotzdem wäre es mal interessant zu wissen, wie ist es beim Waffenskill, wenn man einen Mob angreift, der schon ausgegraut ist, also weit unterhalb des eigenen Levels, kann der trotzdem Skillpunkte für die Waffe geben? Ich glaube schon, ne? Weil wir hatten doch damals irgendwie im Wald von Elwin irgendwie geskillt. Oder war das eher Verteidigung hochskillen mit einem Hunter? Ich glaube, das war das. Aber wenn Verteidigung geskillt wird bei Mobs, die halt weit unter eurem Level sind, müsste das gleiche eigentlich auch für die Waffen gelten. Aber ihr könnt es mal reinschreiben in die Kommentare, wie das ist. So. Können wir hier die Quest abgeben. Ja, wir haben hier den Gefreiten, aber irgendwie können wir den immer noch keine Quest annehmen. So, die Trolllegenden bringt Niemetz 4 Fetische, der Schädelspalter, okay. Ah, die sind hier unten, das ist dann schon eine höherlevelige Sache. Haut eines alten Krokilisten wäre dann auch noch möglich. Aber was wir jetzt noch machen werden, wir porten uns erstmal zurück, weil hier unten möchte jemand diese Ohren haben. Und der ist oberhalb von uns. Hier nicht noch ein Stockwerk höher. Da steht er. Redet mit mir! Und da gibt's eine Goblin-Angelrute. Okay. 18 Hauer der Schädelspalter. Ja, das sind die gleichen wie hier. Das wird dann erst mit höherem Level möglich sein. Was können wir denn als nächstes hier noch machen in der nächsten Folge? Wir könnten uns die Haut des alten Krokilisten holen und. Oder wir könnten erstmal die Spezialtruppe hier machen, beziehungsweise Pantherjagd wäre auch noch möglich. Ich würde fast sagen, wir gucken mit der Haut des alten Krokilisten und machen dann die Pantherjagd. Und dann geht's mal zu Kurzen hier weiter, zu dem Truppenlager. Okay, ich werde jetzt noch ein bisschen was angeln, dass wir genügend Fische wieder haben. Und guck dann auch mal, wo wir denn die Kräuterkunde als nächstes skillen können, das wird da nicht großartig ins Maximum geraten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir im Schlingendorntal fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.